What you need to understand is this. Doch was du begreifen sollst, es ist folgende. What Jesus Christ brought. Was Jesus Christus brachte. In his salvation. In dieser Errettung. Is more than what sin needed in order for sin to be defeated. Ist viel mehr enthalten, nämlich als das, was es braucht, um die Sünde auszulöschen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. So that is why in the salvation of God. Deshalb in der Errettung Gottes. There is prosperity in there. Gibt es Wohlergehen. There are houses in there. Da sind Häuser da drin. There are healing in there. Da sind Heilungen drin. Amen. Amen. There are riches in there. Da sind Reichtümer drin. But since the salvation is a person. Da die Errettung eine Person ist, God needed relationship. Gott brauchte eine Beziehung. Not to give you a house. Nicht dir ein Haus zu schenken. Not to make you rich. Nicht dich, dich reich zu machen. He wants you to share everything that he has. Er möchte, dass du Anteil an allem, was er hat. Listen, the whole world belongs to him. Hört mir zu, die ganze Welt gehört Gott. Every house is inside here. Ja, die ganzen Häuser und alles. The heart of all men are in his hands. Die Herzen aller Menschen liegen ihm zu Händen. He can cause you to find favor before anyone. Er kann bewirken, dass du Gunst vor allem findest. He's above all of us. Er steht über uns allen. And he sees our intentions. Und er sieht unsere Absichten. He can make your intention to favor another person. Er kann dafür sorgen, dass deine Absicht zugunsten anderer wirkt. He can make you despise what another one's need and you give it to him without even knowing that you are blessing the person. Also er kann dafür sorgen, dass bestimmtes, was du hast, du, ich sag's in meinen Worten, du findest es so ekelhaft, dass du das verschenkst, ohne zu merken, dass das, was du verschenkst, den Segen des anderen ist. Amen. Amen. But we need to come to a place of fellowship with him. Doch wir brauchen erstmal zu dem Punkt, zu dem Ort der Gemeinschaft mit ihm zu kommen. The foundation of relationship. Also das Fundament der Beziehung. Is grace and truth. Ist Gnade und Wahrheit. This is what Jesus Christ brought. Und genau das brachte Jesus Christus. He brought salvation. Er brachte Errettung. Restore relationship with the Father. Er hat die Beziehung mit dem Vater wiederhergestellt. So that sin will not be that which stands before God and man. Damit die Sünde nicht als Mauer oder Hindernis zwischen Gott und dem Menschen steht.